Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir einen Airdrop gemeinsam farmen. Ich denke, das Ding ist sehr, sehr lukrativ. Lass uns direkt einsteigen. By the way, abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Ich mache mir sehr, sehr viel Mühe mit dieser Arbeit. Und ihr sollt auch nicht vergessen, lieb und nett miteinander zu sein und Fragen immer in die Kommentare zu schreiben und auch gerne, ja, Feedback in die Kommentare zu schreiben, wie ihr diese ganze Art von Arbeit gefällt und ob ihr mehr von solchen Content-Wünschen haben möchtet. Lasst uns mal erstmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Ich denke, jeder, der mich lange verfolgt, ihr werdet wissen, was oder wer Layer Zero ist. Ihr kennt Layer Zero. Sie haben selber 263 Millionen Dollar geraced. Sie haben eine Bewertung von 3 Milliarden Dollar. Schaut euch mal jetzt Folgendes an. Und zwar, sie haben mittlerweile auf Grundlage des Preises eine Bewertung von 2,77 Milliarden. Das bedeutet, dass die VCs gerade alle miese machen, wenn sie in irgendwelche hochkarätigen Tier-1-Protokolle auch investieren, sind jetzt, Stand jetzt, die VCs im Minusgeschäft. Das bedeutet, jeder, der jetzt Layer Zero kauft, kauft sie günstiger als die VCs. Das ist eine gute Sache. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich keine Sorge, ich werde diesen Faden zum Airdrop nicht verlieren. Es ist wichtig, was ich jetzt noch sagen werde. Viele Leute waren auch sehr, 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 sehr enttäuscht darüber, wie eigentlich der Layer Zero Airdrop verlaufen ist. Natürlich, erstens gab es Leute, die gar nichts bekommen haben, auch wenn sie Tausende von Dollars an Gas Fees bezahlt haben, war dann doch der Stand, dass viele Leute als Siebel gekennzeichnet worden sind. Leute wurden fälschlicherweise so bewertet und so betrachtet, dass Layer Zero dachte, ihr seid eine Mining Farm bzw. eine Airdrop Farm, wo ihr einfach mit 100 Wallets irgendwie per Airdrop miteinander connected seid und dann selber alle gemeinsam durch eine Person einen Airdrop verfolgt. Und das war, wie gesagt, tatsächlich sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Super viele Leute, die eigentlich berechtigt waren, waren unberechtigt. Dann solltest du dich selber auch anzeigen, wenn du irgendwelche Protokolle genutzt hast, obwohl die auch über Layer Zero beworben worden sind. Ja, hier rede ich über Mintree. Oder Merkley, wie die Merkley heißen die, darüber rede ich. Das wurde selbst über die Layer Zero Protokoll Ökosystem mit beworben. Und auf einmal, wenn du es genutzt hast, warst du ein Siebel. So, du hast nichts bekommen. Und die Leute, die dann quasi diese Protokolle genutzt haben, durften sich selber anzeigen, haben nur 10% von deren Anspruch bekommen. Und das alles war ein kompletter Reinfall. Gut, was war jetzt das Problem? Das Problem war einfach, dass Layer Zero zu groß war. Layer Zero, guckt euch mal diese wunderbaren VCs. Ich meine, das sind hier keine 0815 VCs. Andreessen Horowitz, das ist ein Multimilliardengeschäft. Secure Capital hatte in die Finger in sehr, sehr viele hochkarätige Projekte drin, wo jeder Hans und Franz nicht an die geglaubt hat, hat Secure Capital diese Projekte mit unterstützt. Und auch OKEX Venture, auch ein Big Player, Big Stern an diesem ganzen Fundraising-Horizont und so weiter. Natürlich, und auch Binance Labs nicht zu vergessen, ja. Also wie groß Binance ist, muss ich ja nicht sagen. Aber wenn du viele gute VCs hast, wird ein Punkt dann auch für die VCs wichtig werden. Und zwar, wenn du oder wenn ihre Investments in Layer Zero aufgehen, dann haben natürlich all diese Unternehmen ein berechtigtes Interesse, dass nichts oder kein Schund mit den Token auch betrieben wird. Dazu kommt es häufiger, also das sind jetzt unbestätigte Tatsachen, aber meine Meinung an dieser Stelle, ich glaube, dass Layer Zero selber niemals vorhatte, irgendwelche Anti-Sibyl-Kampagnen und so weiter zu steuern. Aber wie gesagt, diese Big Player haben auch Layer Zero dazu veranlasst, solche Wege gehen zu müssen, damit das einfach im Allgemeinen mit deren Geld hier gut umgegangen wird. Okay. Wir haben gesehen, was der Markt daraus gemacht hat. Der Markt hat das Ganze für nicht gut bewertet. Zu Recht nicht gut, weil nicht viele haben gute Airdrops bekommen. Und ich habe selber in meiner Vergangenheit sehr, sehr viele Airdrops gefarmt. Und das war eines der schlechtesten Airdrops überhaupt, die ich bekommen habe, wenn wir auf Aufwand, Zeit, Ertrag zu sprechen kommen. Da hatte ich wesentlich bessere Airdrops, wenn wir zum Beispiel auf Aircom zu sprechen kommen. Aircom war aus Sicht
des Ertrags, Leistung hinüber zum, ja, zum Profit eines der besten Airdrops, weil du hast dich nur angemeldet dafür mit deiner E-Mail-Adresse und hast einen Airdrop von tausenden Coins bekommen, was, by the way, jetzt einen Wert von mehr als $8,000 hätte. Ich weiß nicht, wie viele Coins das waren. Ich habe aber meine Coins hier unten irgendwo verkauft und das waren schon $500 oder so. Also wären das jetzt bei $4, ja, ich muss das euch jetzt nicht durchrechnen. Ihr wisst, was ich meine, ja. Deswegen, Aircamp war eines der besten Airdrops. Oder auch bei Pizza. Alleine nur, weil ich die Uni, komm, zoom raus, so. Alleine, dass ich die Unisat-Wallet genutzt habe, habe ich hier 100 Pizzas bekommen, die jetzt einen Wert von $400 haben. Also, ihr merkt das, was ich meine. Umso mehr VCs in einem Projekt sind, auch CK Sync, kompletter Reinfall. Obwohl ich selber immer gesagt habe, dass das der größte Airdrop in der Geschichte sein wird. Pustekuchen war überhaupt nicht der Fall. Eines der schlechtesten. Gut, lass uns jetzt mal gemeinsam eine Sache machen. Wir müssen farmen. Wir müssen, ich meine, diese Maschinerie hört ja nicht auf. Wir müssen weitermachen. By the way, wenn du Bock auf Airdrop-Content hast, Bock auf Airdrop-Farming, schau dir den Link unten in der Beschreibung an. Ich habe da eine Airdrop-Schule und komm da rein. Wir lernen alle gemeinsam und da präsentiere ich immer wieder Airdrops. Und eines dieser Airdrops ist natürlich D-Bridge. Lass uns mal kurz D-Bridge mal näher auseinandernehmen. Was ist das eigentlich? Und zwar glaube ich, dass D-Bridge, das ist ein kleiner Airdrop. Ich glaube aber, dass dieser kleine Airdrop große Wirkung haben sollte und deswegen sollten wir alle auch D-Bridge als Airdrop farmen, aus einem bestimmten Grund. Erstens, sie haben nur 5,5 Millionen geraced. Bedenke, Layer Zero, was genau das gleiche macht wie D-Bridge, hat 265 Millionen geraced. Das bedeutet, du hast hier auch kleinere VCs und letztlich darf D-Bridge selber entscheiden, was mit dem Airdrop passiert. Ist die Meinung, ergo Schlussfolgerung, ja, also es sind keine Big Player dabei, wo einfach diese ganze Airdrop-Geschichte zugunsten der VCs ebenfalls, diese Prozesse zugunsten der VCs gestaltet werden, sind bei solch kleineren Geschichten, können immer die Unternehmen selber entscheiden, wie diese Airdrop, die Allokation sich zusammensetzt und wie der Prozess an sich verlaufen soll. Okay, was ist D-Bridge eigentlich? D-Bridge selber ist eine Interoperabilitäts-Layer für Web3. Also kurz gesagt, sie sind das gleiche wie Layer Zero. Du kannst Assets hin und her bridgen, du kannst NFTs hin und her bridgen und das soll einfach diese Cross-Chain-Interoperabilität weiterhin gewährleisten. Was ist jetzt so interessant? Warum werden die aber einen Airdrop machen? Gibt es ein Anzeichen dafür, dass irgendwann mal ein Airdrop folgen wird? Ja, natürlich gibt es und zwar in diesem Tweet. Wir müssen ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dann werden wir es auch verstehen, was hier gemeint ist. Erstens, sie wollen eine DAO gründen, eine dezentrale, autonome Organisation. Wenn du als Protokoll, wenn du als DApp eine DAO gründen willst, dann musst du auch die Dezentralität aufrechterhalten. Frage an die Runde. Wie bekommt man die Dezentralität? Natürlich, indem man einen Airdrop macht. Nicht den bevorzugt, der das meiste Geld hat in einem Presale oder so, sondern man macht eine Dezentralisierung draus und verteilt diese Token an möglichst viele Leute. So, der zweite Punkt ist, sie möchten oder reservieren in den Tokenomics 20% der Coins für den Launch und für die Community. Das ist Punkt Nummer 2. Und sie selber haben ein Punktesystem eingeführt. Punkt Nummer 3. Denn jetzt mal ehrlich, warum sollte ein Protokoll ein Punktesystem einführen? Natürlich, weil wenn ein Airdrop rauskommen wird, dann wird auch das Punktesystem wichtig sein, um die Allokation der Coins zu bestimmen und letztlich auch die Token denjenigen zur Verfügung zu stellen, die auch wirklich viele Sachen gemacht haben. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt mit dem Farming an und werden D-Bridge ein bisschen besser kennenlernen. Also ich werde alle Links unten in der Beschreibung unterlegen. Wichtig an dieser Stelle ist, wie können wir überhaupt daran partizipieren? Es ist, wie gesagt, eine Interoperabilitäts-Layer. Das bedeutet wie also Layer Zero. Und für mich wird wichtig sein, dass wenn wir auch D-Bridge gemeinsam farmen, dass wir möglichst viele Blockchains miteinander connecten müssen. Also wir brauchen auf jeden Fall viele unique Transaktionen, das heißt von Ethereum auf BNB, von BNB auf Solana, von Solana auf Avalanche und immer so weiter. Ja, also möglichst viele Connections zueinander,
Dann wird der zweite Punkt nämlich sein, dass wir Limit Orders auch setzen, ja? Also wir müssen schon die Option nutzen, die uns auch hier gegeben werden. Das ist ergo immer das, was wir machen sollten. Peer-to-Peer, keine Ahnung, was das ist, werde ich auf jeden Fall auch machen. So, Punkt aus Ende. Wir werden jetzt direkt mal Folgendes tun. Wir gehen von Optimism, ja, hinüber auf eine weitere Blockchain. Wo wollen wir hin? Wir wollen auf Polygon. Das machen wir. Wir gehen auf Polygon, sagen, wir möchten an dieser Stelle, ja, wir machen Max, $526 werden wir jetzt direkt auf die Polygon-Chain überweisen. Das möchte ich aber auch in USDC-Coin haben. Und ja, dann werden wir das gleich hier soweit starten. Hier sehen wir die Punkte, die wir bekommen. Und by the way, die Punkte, sie werden nicht einfach so generiert werden, sondern die Punkte richten sich danach, je nachdem, wie viel Dollar an Gas-Fees du ausgibst. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du viel Gas-Fees ausgibst, dann bekommst du auch mehr Punkte. Und das ist nämlich eines der besten Möglichkeiten, um die perfekte und ehrlichste Airdrops überhaupt auch zur Verfügung zu stellen, weil viele Leute über Layer Zero zum Beispiel haben mehrere tausende Dollar an Gas-Fees ausgegeben. Das wurde aber nicht als Indikator für die Airdrop-Berechnung mit reingeflossen, sondern andere Faktoren. Ist das hier tatsächlich eines der ehrlichsten Formen überhaupt? Das bedeutet, man bekommt hier Punkte für die Gas-Fees, die man bezahlt, aber auch für die Debridge-Fees. So, die sowieso auch hinzukommen. Und hier haben wir das Routing, also es werden hier 526 USDC auf Polygon $525 in USDC Coin auch hintransferiert. Ich bestätige das Ganze, ich approve das Ganze. Du wirst jetzt nicht sehen, dass hier gerade meine Metamask sich öffnet und ich würde dann die Transaktion direkt signieren, konfirme das Ganze und jetzt wird es rausgeschickt. So, jetzt wird die Transaktion, ich bekomme jetzt nochmal ein Fenster, schade, dass du es nicht siehst, aber ich soll das Ganze nochmal signen. Kann ich euch das irgendwie zeigen? Warte mal. Ich will euch das mal zeigen, wie das aussieht. Ja, hier, das öffnet sich. Ich werde das hier gleich wieder wegmachen. Ja, dann, ja, ich nutze übrigens die Ruby Wallet. Das bedeutet, 526 werden raustransferiert und von Optimism wird mit einem Contract interagiert und ich bestätige das Ganze, konfirme das Ganze und dann werde das Ganze dann direkt auf der Polygon-Chain auch erhalten. Hier sehen wir gerade, dass unsere Order direkt durchgeführt worden ist und wir werden jetzt demnächst, das haben wir schon bekommen, hier auf Polygon haben wir 525 Eingang. Ich muss sagen, dass Debridge verdammt nochmal schnell ist. So, und jetzt könnten wir natürlich auch schauen, dass wir von Polygon auf die BNB-Blockchain hinübergehen und das Geld dann auch hier und würden dann 47 Punkte auch mit erhalten. Ja, so würde das soweit auslaufen und wir würden sehr, sehr viele Transaktionen hin und her gestalten. Ein Blick in das Leaderboard wird Bände verraten. Schaut euch mal, wie einfach es ist, auch hier weit vorne zu stehen. Ich möchte nur mal als Beispiel auf Platz 3000 mal zu sprechen kommen. Normalerweise, wenn bei Layer Zero auf Platz 3000 zu kommen, ist sehr, sehr schwierig. Bei solch kleinen Protokollen bist du schon, wenn du $350 an Fees bezahlt hast, mit 20.500 Volumen und nur 115 Mal diese Protokolle genutzt hast, ist es eine Sache, die machbar ist, ja, die viel Arbeit erfordert. Und du musst jetzt nicht unbedingt auch super Ref-Punkte haben, also Referral-Links dann auch irgendwie nutzen. Hat der hier mit 72 Transaktionen, mit 14.000 Punkten schon echt auf Platz 2900 geschafft. Das ist eine super, super Sache, ja. Und wenn wir nur mal als Beispiel Platz 100 nehmen, das sind jetzt so diese High-Cap-Wallets, die echt, die geben hier $4000 an Gas-Fees aus, ja, nur um weit oben zu listen. Und Hand aufs Herz, wenn du Debridge wärst und du würdest sagen, hey, mir ist alle Kriterien scheißegal, aber ich mache das Ganze so ran da oder daran fest, dass die Leute, umso mehr Gas-Fees sie ausgegeben haben, umso mehr Coins bekommst du. Wenn das der einzige Grund ist, dann sollte doch rein theoretisch deine Frage, die nächste Frage aus dem Mund sein, hey, wird der Airdrop denn viel höher ausfallen als die aufgewendeten Gas-Fees? Das sollte dann die Frage sein. Ich denke, dass genau diese Frage auch sicherlich im Raum stand, als es irgendwann mal hieß, wir machen womöglich einen Airdrop oder wir werden einen Airdrop machen. Und ich glaube,
Und das ist jetzt nur eine Spekulation meinerseits. Ich glaube, dass der Airdrop die Gas-Fees auf jeden Fall auch übertreffen sollte, weil du hast hier teilweise Verrückte, die hier mehr als 8000 Dollar an Gas-Fees bezahlen. Stell dir mal vor, du würdest dann nur 2000 Dollar bekommen. Das würde einen Shitstorm mit sich führen. Glaubt mir, das wird so sein. Und deswegen wird sicherlich der Airdrop ein bisschen höher ausfallen. Vielleicht super hoch, bisschen hoch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall höher als die Gas-Fees, die man auch aufgewendet hat. Auf jeden Fall nutzt den Link unten in der Beschreibung, ist ein Rev-Link, also ich verdiene damit nichts, aber dafür kriege ich ein bisschen Punkte. Und die Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich, wünsche euch allen einen wunderbaren Tag da draußen. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.